Oh, sieh mal an, beide Brücken sind wieder funktionsfähig. Das haben wir euch zu verdanken, Sanis. Ah ja, nutze denn auch das Sticker-Album, vergesst es bloß nicht. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu, ja, des Stretchers, Streckers, Detchers, Fetchers. Wir haben hier noch 6 Rettungsmissionen vor uns und um die werden wir uns jetzt kümmern. Denn wir haben hier oben 2 weitere Rettungsmissionen. Davor machen wir noch einen schnellen Abstecher zu Westfall-Brückner auf der Ostbrücke. Denn wir haben da oben, ja, ein kleines Paket. Und das müssen wir natürlich auspacken, ja. Ich meine, wenn uns hier schon ein Paket zu dem guten Typen hingeliefert wird, dann muss man das natürlich auch mitnehmen. So, warte. Grabben wir das mal hier runter auf die Straße und dann packen wir es aus. Oh, nee. Freunde, ich glaube, wir haben ein Problem. Wir haben jetzt die Brückner-Mützen, das ist schön. Aber ich würde sagen, wir fetzen noch ganz schnell über die Brücke hier drüber. Ja. Ich glaube nämlich, dass sich hier gleich was öffnet oder so. Kein Plan. Ein bisschen durch die Berge hier cruisen. Schöne Landschaft, ja. Schöne Landschaft hier auf der Nordhalbinsel. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rein? Gibt es hier eine offizielle Zufahrt oder? Wie soll ich da denn jetzt reinkommen? Boah, yo, sehe ich das richtig, Diggi? Yeet! Ah ja, wir müssen hier einmal außen rumfahren. I understand. Okay, let's go. Was ist hier los? Stein auf Stein. Na gut, dann schauen wir als erstes ins Bergwerk und danach ins Amazon-Hauptlager. Das dürfte relativ leer sein nach dem Black Friday. So, was erwartet uns hier? Das Level sieht relativ groß aus. Wobei ich glaube ich schon alle 6 gesehen habe. Na dann, lasst uns hier mal kurz schauen. An diesen Steinen können wir vorbeilaufen. Okay, soweit so gut. Allerdings, ah ja, guck mal einen an. Hier haben wir so ein tolles Gerät. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wie das heißt, aber halt so ein Ding. Ah, eine Draisine. Eine Rosine. Okay, einfach abwechselnd das und das. Na dann. Jetzt sind wir hier oben. Hey, was soll denn das? Hey. Hey. Ganz vorsichtig. So. Runter. Wunderbar. Haben wir hier drüben irgendwas Verstecktes? Nein? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Na gut. Hey, hey, hey. Die Draisine haut mir hier ab. Das ist gar nicht nett. Was soll denn das? Warte mal. Wo führt denn uns hier nach oben? Wenn ich fragen darf. Wenn wir hier nach oben gehen. Ach, guck mal einer an. Oh, toll. Oh, toll. Okay. Hier, die Typen müssen wir nur wieder aufs Förderband legen. Dann werden die hier runtergeschmissen, den Schotterhaufen. Und dann können wir sie einlagern. Alles klar. Jetzt muss ich aber den Dude wieder hochbekommen. Okay, mein Freund. Dann packen wir dich auch mal kurz aufs Förderband. Ja, das sollte ja kein Problem sein für dich. Alles klar. Hier, denke ich mal, ist eine Bombe drin. Ich glaube, das sehe ich hier sogar schon durch. Jetzt pass mal auf. Das sehe ich hier schon durch. Dass es hier eine Bombe drin gibt. Die Bomben sind immer wieder ein schönes Element, muss ich sagen. Aber die haben sicher ein sehr tightes Timing. Da bin ich mir ziemlich sicher. Lasst uns mal ganz kurz das hier ablegen. Ja, hier so ablegen, weil dann können wir hier hinten rein. Vielleicht bringt es irgendwas. Kaboom! Alles klar. Schauen wir mal. Oh ja, Tatsache. Ein geheimer Spind ist hier. Also so ein Schatztresor, ne? You know what I mean. Können wir den hier... Achso, hier müssen wir den runtergraben wahrscheinlich, ne? Ja. Kaboom! Wunderbar. Dann haben wir hier den Eingang auch schon mal fertig. Dann, das heißt, wir müssen nicht mehr diese... Ne? Dinger da verwenden. Diese Draisine. Draisine, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ist ja auch egal. Das bringen wir mal ganz kurz hier hoch. Keine Ahnung, was es bringt. Aber lasst uns hier mal ganz schnell abhauen. Ich schätze mal, das zündet gleich. Ja, genau so ist es. Und das hat auch das da oben gezündet. Das dürfte vorteilhaft sein für uns.
Jagt alle Blöcke in die Luft, ist eine Mission. Okay. So, wir haben schon drei Dudes da unten. Drei Dudes also. Okay. Was bringt es uns denn, wenn wir diesen Kran hier steuern? Beziehungsweise, was haben wir denn hier, was steuern wir hier generell? Ich sehe es, glaube ich, nicht, weil ich nicht im Sichtfeld bin. Kann es sein, dass ich da unten irgendwas steuere? Ach so. Ja, ich sehe schon, was ich steuere. Alles klar. Der kritische Hase also. Ah ja. Das Ding da können wir aber nicht wegzerren nehmen. Der kritische Hase, ich sehe schon. Alles klar. Du kannst hier hoch, das ist gar kein Thema. Alles easy. Nein, 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 von dem will ich nicht getroffen werden. So, jetzt gehst du hier rüber und wirst bitte nicht getroffen. Close. Close. Okay. Kommst du hier hoch? Bro, Alter, sportlich. Sportlich. Alles klar. Und dann sollten wir hier nochmal hoch können. Oh Gott, Alter. Bin ich froh, dass man hier so weit rauszoomen kann. Und hier dürfen wir auch alle Felsen zerstört bekommen, gehe ich mal stark von aus. Na gut. Dich hier auch noch drauf. Oh damn. Oh damn. Okay, schnell nach oben hier. Alles klar. Und jetzt droppen wir die Bombe mal ganz fix. Alter, es ist echt complicated hier. Diese Bomben immer hochzubringen. Und wir haben anscheinend alle Felsen in die Luft gejagt. Das hat uns schon mal einen Stempel gegeben. Das ist eine nice Angelegenheit. Aber auch eine Sache, die mich interessieren würde. Hier rüber kommen wir nicht. Nee. Da schätze ich mal, müssen wir später nochmal zurück. Denn, ja, das wirkt irgendwie so. Als müssten wir da später nochmal hin. So, Dude, komm mit runter. Ernsthaft. Na, das sieht doch nach einer netten Ausbeute aus. Jungs und Mädels, kommt auf unsere magische Trage, die jeden anzieht. Egal ob dick oder dünn, egal ob reich oder arm. Wir nehmen jeden auf und bekommen ganz viel Geld, weil wir sind Ärzte. Yay! So, zack, 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 zack. Und auch noch den Tresor, bitte. Jawoll! Ihr seid mein Fels in der Kieseleinöde und diesen armen Dussland wird bestimmt ein Stein vom Herzen, wenn sie erst einmal geheilt sind. Ahaha, 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 ahaha. Ja. Alles klar, zurück geht's. Hallöchen. Wir sind wieder im Krankenhaus und liefern hier ein paar Patienten ab, wenn das recht ist, ja. Uiuiuiui, hello, hello. Wunderbar. 14.000 Punkte haben wir gesammelt. Das ist natürlich eine wunderbare Sache. Ja, Krantreffer und Explosionstreffer hatten wir natürlich auch, aber das ist egal. Schauen wir mal, halt 100 Dussler. Was haben wir hier? All die Jahre, die ich vergeudet habe, Leuten zu helfen, anstatt Chaos zu stiften. Ihr törichten Sanitäter habt mir einen Gefallen getan. Okay, ab ins Amazon-Hauptquartier. Ich höre da was. Ein Katalog. Da ist ein Katalog. Wir haben den Snacker Wasserspender. Nice. So muss das, Freunde. Und weiter geht's. Hallo, der Lieferwagen ist da. Ich habe gehört, hier gibt's eine Krise. Ah, das sind also meine Pakete von Black Friday. I see. Wait, what? Irgendwie sieht das nicht so gesund aus. Was geht hier vor sich? Sieht nicht so aus, als gäbe es hier viele Dussler. Sehr seltsam. Ja, die meisten sind wahrscheinlich in Paketen. Sollten wir uns genauer ansehen. Okay, zack. Die Tür verfügt offensichtlich über ein Eigenleben. Ja, warte. Da kann ich Abhilfe schaffen. Da kann ich Abhilfe schaffen. Und zwar schiebe ich einfach hier sowas rein. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Pass auf. Oder? Ist das eine gute Idee? Irgendwie. Aua. Okay, vielleicht irgendwie auch doch nicht. Oder warte. Jetzt habe ich eine Idee. Meine Güte. Wenn das Ding hier sogar schon steht. Wir müssen das ja einfach nur hier hinschieben. Und dann können wir da reinspazieren. Ja.
Das sollte klappen. Sollte eigentlich klappen. Schauen wir mal. Bro. Testet. Ja, wunderbar. Ab geht die Post. Schönen Punkt haben wir dafür gekriegt. Alles klar. Ich gehe jetzt mal ganz stark von aus, dass wir hier... Bewegt sich. Ja, ich denke mal, in denen, wo sich was bewegt, werden wir Dussler drin finden. Okay, da hat jemand einen Stuhl zu einem ganz billigen Preis geshoppt. Alles klar. Den haben wir gerade ausgepackt, das tut mir leid. Da ist ein Dussler. Ja, was da wohl drin ist. Ja, ich frage mich auch. Könnte ein Dussler sein. So, Skateboards. Ach Mensch. Die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Was haben wir hier? Ach was. Ah, das Garagentor haben wir aufgemacht. Wunderbar. Die Türen können wir aufmachen? Jawohl. Alles gut. Dann laufen wir hier mal durch. Können wir die Tür auch anhalten? Ja, das sollte die Tür gewesen sein. Auch hier ist ein Dussler. Das ist dann wahrscheinlich der... Dritte? Nein, ein Schwein? Wait. Es war aber jetzt kein echtes, ne? Es ist ein echtes. Es ist ein echtes und wir können hier multiple Pannen haben. Wie es aussieht. Ja, da haben sie mich aber gerade richtig geprankt. Sag ich euch. Die haben mich gerade richtig geprankt. Okay, da haben wir noch einen Dussler. Das ist Nummer 3 jetzt. Als ob die mich gerade mit dem Schwein so geprankt haben. Was für Blödis, Alter. Basketbälle, auch eine schöne Sache. Hier können wir einmal rein. Haben wir hier auch noch 2 Stück. Sieht verdächtig aus, ne? Ich pack sie mal aus. Und wir haben hier ein Fahrrad. Unsere Aufgabe ist es ja, in alle Pakete zu gucken. Das kriegen wir hin, glaube ich. Okay, Skateboards, die mich gerade getroffen haben. Wunderbar. Ein Dussler. Nein, ein Schwein. Okay. Schade. Es ist ein Schwein. Na dann, bevor uns das Schwein hier detected. Oh, ein fetter Sumo. Schweini, lass das mal bitte. Ich würde hier nämlich gerne aus dem Regal ein anderes Paket mit rausnehmen. Aua! Arsch. Gibt's ja nicht. Hey, Schweini, lass das mal bitte. Das ist überhaupt nicht nett, was du da machst. Ich würde gerne nämlich hier irgendwelche Kugelfische auspacken. Was? Können wir hier das Laufband wieder... Oh ja, das Laufband. Hey. Fetter Sumo. Okay, da geht nichts ohne zweiten. Goddammit. Das erste Schwein hat mich in Ruhe gelassen. Das hier lässt mich absolut nicht in Ruhe. Das hier lässt mich wirklich absolut nicht in Ruhe. Okay, der fette Sumo ist drauf auf dem Förderband. Den einen Typen müssen wir unbedingt mal vom Sessel runterziehen. Das geht ja gar nicht. So, auch hier bitte einmal aufs Förderband. Und auch der zweite Typ, der hier noch in der Empfangshalle sitzt, der kommt hier auch noch aufs Förderband. Sehr praktisch, dieses Förderband. Und hier in dem Raum waren wir noch nicht, ne? Aber dazu müssen wir, glaube ich, mal ganz dringend hier so rein. Ja, die werden nämlich alle mit dem Förderband hier reingeliefert. Damn it. Ich weiß jetzt nicht, was mir das jetzt bringt, dass die hier reingeliefert werden. Oh, ein Tresor. Geil. Schönes Pakete unboxen hier. Gleich mal clickbaiten. Pakete unboxen, was weiß ich was. Yay. Darf ich? Please? Danke. Und den letzten auch noch, damit wir alle Pakete haben. Geil, Alter. Ein Sessel. Was bringt das? Ah. So können wir die Dudes hier raustragen. Alles klärchen. Dann würde ich sagen, einmal hier die Trage. Nur nicht auf den Bananen ausrutschen. Dankeschön. Und jetzt schön hier rein. Warte, dazu muss ich nur... Ah, die Steuerung richtig hinbekommen. So, du auch noch bitte drauf. Da wäre ich dir sehr dankbar. Geilo. Und jetzt hier noch runter. Und dann sollten wir es haben. Können wir auf dem Ölfleck ausrutschen? Ich weiß es nicht. Aber das sieht verdammt gut aus. Hey, Bros. Ja, danke fürs Klatschen, ja. Danke fürs Klatschen, ja. Ist kein Ding. Ja, wunderbar. Dann liefern wir die Dussler postwendend. Liefern Post, na, nein.
eine weitere Mission, die wir abgeschlossen haben. Das war eine wunderbare Mission mit den Paketen. Die hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Alles klar. Also die hat wirklich Spaß gemacht. 24.000 Punkte haben wir hier auch. Warte, hier, seht ihr das? 24.000 Punkte ist eine stolze Anzahl, würde ich behaupten. Ja? So. Alles klar. Und jetzt schauen wir mal, was haben wir denn als nächstes? Hallo, meine lieben Sanis. Ich habe da was richtig Geniales, was ich euch zeigen möchte. Kommt mal vorbei. Ah, der Professor Doktor will uns sprechen. Auch bei der Paketstation? Na, gucken wir mal hin in die Profi-Mission. Ah ja, nicht ganz bei der Paketstation. Ein bisschen nebenan. Warte mal, was? Muss ich den Berg hoch? Ah ja, den Berg muss ich tatsächlich ein bisschen hoch. Profi-Mission, beflügelt. Was heißt das denn? Hi, wie geht's? Ja, wie geht's, Bro? Na? Wie geht's dir? Hey, yo, Sonnys, ich brauche unbedingt eure Hilfe. Genau wie mein rebellischer Sohn Junior Doktor. Sträuben sich diese E-Mail-Dinger, sich an Regalen zu halten. E-Mails? Okay. Der letzte Schrei in Sachen schnelle Fortbewegung scheinen neuerdings Satelliten zu sein. Deswegen würde ich eure Ambulanz mit ein paar Gleitflügeln aufmotzen. Ihr könnt jetzt in schwindelerregenden geringen Höhen... gering, ja. Gleiten und diese sogenannten Satelliten ausstechen. Mach ich. Gar kein Ding. Er freut sich, dass er unseren Wagen wieder aufmotzen kann. Yo, ich glaube auch, Alter. Ich glaube auch. Was zum Teufel? Okay, und was müssen wir jetzt machen? Bereitet eure Flügel aus. Zieht an der E-Mail vorbei. Und vergesst nicht, ihr könnt den Booster einsetzen. Yeah, Freunde. Alter, da haben wir jetzt aber richtig Gas gegeben. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Aber ich folge einfach mal hier geradeaus irgendwie allem. Oh nee. Oh nee. Ich habe keinen Plan, wohin. Ich habe überhaupt keinen Plan, wohin. Nee, 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 die E-Mail. Die E-Mail. Nein. Was? Diese beschissene E-Mail, das gibt's doch gar nicht. Ah, damn it. Und diese blöden Autos sind hier ja auch alle im Weg. Ah. Na gut, nochmal den ganzen Spaß. Schade. Sowas aber auch, das Internet ist wahrlich ein ernstzunehmender Konkurrent. Fühlt ihr euch bereit, das nochmal zu versuchen? Ja, klar. Juhu! Jetzt haben wir aber dafür locker gewonnen. Mit irgendwie 100 Metern Abstand. Doppelbuja! Wer käme auf die Idee, dass eine Ambulanz mit Flügeln einen Satelliten überholen kann? Im Ernst, wer? Wer kommt auf sowas? Ich überlasse euch die Gleitflügel als Geschenk. Ich wünschte, ich könnte Junior auch so locker einholen. Wir haben jetzt die Gleitflügel. Was? Zum Teufel. Diese schicken neuen Flügel werden euch nicht dabei helfen, meine supergeheime Bösewichtbasis zu finden. Trademarke. Die ja gar nicht existiert. Ja, alles klar, Bro. Wie im Skatepark. Haben wir hier nochmal so Konstruktionsdinger? Alles klar, komm, lass uns die noch schnell machen. Wie im Skaterpark. Na dann, machen wir das hier mal. Okay, die Rampe sollte fertig sein. Okay, keine Ahnung, wo uns die jetzt hinbringt. Wir können uns das ja mal ganz kurz anschauen, wo uns die hinbringt. Wir haben ja zwei Spezialmissionen. Warte. Wir können hier ja mal kurz rüberfliegen. Okay. Das bringt uns einfach auf die andere Straßenseite. Auf die andere Seite der Insel. Ne? So, und auch hier sollte jetzt wieder was fertig sein. Wo können wir denn hier hinspringen, wenn ich fragen darf? Das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Lasst uns mal kurz Turbo geben. Wir können ja jetzt fliegen. Und ich denke mal, genau aus diesem Grund sind ja diese Missionen hier auch gerade erschienen. Weil wir jetzt eben fliegen können. Und hier ist eine Insel mit Help. Verwüstet. Was? Wir haben hier gerade jemanden gefunden, was zum... Okay. Hi. Bro, na?
Gibt's ja nicht. Da habt ihr mich schon wieder gefunden. Wusste ich, hätte was anderes in den Sand schreiben sollen. Tja, beim Versteckspielen ist schließlich alles erlaubt. Ich suche mir mal ein anderes Versteck. Ihr findet bald ein neues Paket im Briefkasten. Alles klar, Bro. Post ist da. Wir haben Post im Briefkasten. Aber was genau können wir jetzt auf dieser Insel machen? Ah, über diese Rampe hier oben kommen wir zurück. Alles klar. Wunderbar. Und hier oben haben wir die nächsten zwei Missionen. Höchste Sicherheitsstufe und geschlossene Gesellschaft. Huiuiui. Okay, was haben wir in dem Paket? Schauen wir mal. Es ist die gelbe Uniform. Alles klar, jetzt haben wir eine gelbe Uniform. Why not? Alles klar, Leute, das war ein sehr erfolgreicher Part. Nächstes Mal kümmern wir uns dann um diese beiden Missionen hier. Die sehen sehr interessant aus. Alles klar, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.